Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren kleinen Meldung, so viel zwischendurch. Ja, ihr hört, ich bin immer noch am Herumschnaufen. Ich versuche es aber einigermaßen in Grenzen zu halten, jetzt für die nächsten 10 Minuten, während wir uns unterhalten. Ich habe allerdings noch zwei relativ spannende Artikel gelesen, gefunden, sind mir so vor die Füße gerollt, bei denen ich dachte, die schauen wir uns mal an. Deswegen probiere ich euch jetzt nicht einen vorzuschnaufen und wir nehmen uns direkt den ersten Artikel vor, nämlich aus der Wirtschaftswoche, bei dem ich dachte, das ist ja spannend, dass wir mal drüber geredet haben. Also in dem Fall, dass mal medial drüber geredet wurde, wir reden ja jetzt erst drüber. Was hat es damit auf sich? Es ist ja nun absolut nicht neu, dass es mehr oder weniger am laufenden Band Insolvenzen gibt, im besten Absurdistan aller Zeiten. Ja, sicher, auch wenn der Wirtschaftsminister sich da hinstellt und erzählt, ein Unternehmen, das aufhört zu produzieren, ein Unternehmen geht dadurch pleite, es hört nur auf zu produzieren. Selbst wenn der uns da erzählen möchte, dass ja eine Insolvenz praktisch keine Insolvenz ist, sondern nur ein Aufhören der Tätigkeit, naja, kaputt ist kaputt, nicht wahr? Selbst wenn uns am laufenden Band weisgemacht werden soll, alles gar nicht, alles halb so wild, kriegt mittlerweile auch so ziemlich der Letzte mit, da ist eine massive Schieflage. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass es nun auch namhafte Konzerne wie unter anderem Weltbild und Esprit betrifft, die ihren Geschäftsbetrieb einstellen müssen. Aber wieso eigentlich? Naja, wieso eigentlich, muss ich euch nicht erzählen. Katastrophale Bedingungen, nicht wahr? Ein Abwärtstrend, man spricht bei der Wirtschaftswoche davon, dass der, wie haben Sie es bezeichnet? Der Markt hat sich gedreht. Denn in den vergangenen Jahren war das häufiger so, dass wenn ein Unternehmen in eine Insolvenz gerutscht ist, dass es da eigentlich noch relativ gute Chancen gegeben hat, eben jenes wieder zu restaurieren, wieder dafür zu sorgen, dass es anschließend den Geschäftsbetrieb in möglicherweise kleinerer Form, aber wieder gewinnbringend oder zumindest kostendeckend weiterführen konnte. Ja, sicher war gewinnbringendes Ziel, aber man war ja in vielen Fällen schon froh, wenn das Unternehmen aus den roten Zahlen rausgekommen ist. Nur hören wir davon in den vergangenen Monaten irgendwie wenig. Wir kriegen von einer Insolvenz nach der anderen mit, wir lesen von Hunderten, Tausenden kaputtgehenden Jobs, aber irgendwie steht am Ende fast überall die Geschäftsaufgabe. Es ist ganz, ganz selten, dass sich ein Investor findet, der einem Unternehmen, na, auf Deutsch gesagt, neue Chance gibt. Ja, woran liegt denn das nun? Das ist ganz einfach. Da hat die Wirtschaftswoche zwei Insolvenzverwalter bzw. Insolvenzabwickler, Experten, Anwälte zur Hand, die alle beide gesagt haben, dass momentan wahnsinnig viele Unternehmen kaputt gehen und demgegenüber sehr, sehr wenige Investoren stehen, die überhaupt noch in Anführungszeichen, naja, das Interesse haben, die kaputten Unternehmen aufzukaufen. Das sah früher ein bisschen anders aus. Da wurde relativ gut mal zugegriffen, wenn ein Unternehmen in Schieflage geraten ist. Hat sich oft sehr, sehr leicht einen Investor finden lassen, der das Ganze dann saniert hat. Der geschaut hat, warum ist das Unternehmen in diese Lage geraten? Was hätte man denn, was müsste man anders machen? Und dann dementsprechend den Geschäftsbetrieb umgestellt hat. Jetzt haben wir aber die Situation, die Unternehmen gehen pleite und es will sie trotzdem keiner haben. Auch zum Schnäppchenpreis greift da kaum noch einer zu. Liegt einfach daran, dass die Situation, dass überhaupt Geld in die Hand genommen wird, dass die nicht mehr gegeben ist. Zum einen, weil sich die Zinspolitik ja fundamental geändert hat. Zum anderen, weil die Rahmenbedingungen für einen Geschäftsbetrieb einfach alles andere als optimal sind. Heißt, so ziemlich jeder Investor guckt, besonders in Absurdistan, doppelt und dreifach hin, ob es da überhaupt den Hauch einer Chance gibt, dass er den Laden, den er potenziell übernehmen würde, irgendwann wieder wirtschaftlich auf die Beine gestellt bekommt. Na, das liegt nicht zuletzt wohl eher mit zuallererst daran, dass die Hampel ein extrem investitionsfeindliches Klima geschaffen hat. Nicht nur die Energieversorgung, die nicht mehr gewährleistet ist, was so ziemlich die gesamte energieintensive Industrie betrifft, auch die kleineren Branchen, Dienstleister, Endkundengeschichten, also kleine Handelsunternehmen, auch die stehen massiv auf der Kippe, weil einfach die Kaufkraft im besten Absurdistan aller Zeiten dank dieser politischen Kette an Fehlentscheidungen oder dieser Kette an politischen Fehlentscheidungen und anhaltender Marodierungsarbeit, weil die schlichtweg dafür gesorgt hat, dass keine Besserung erkennbar ist. So platt das jetzt auch klingt, aber es wird sich wirtschaftlich in den nächsten Monaten nicht allzu viel in eine positive Richtung entwickeln, das ist ganz klar. Uns wird ja mittlerweile jedes Jahr erzählt, ja, aber im nächsten Jahr wird die Wirtschaft definitiv dann wieder einen Aufschwung erleben. Ja, wo soll denn der herkommen? Also absolut unwahrscheinlich. Dementsprechend ist es tragischerweise ziemlich logisch, dass eine Insolvenz mittlerweile eben
fast ein Todesurteil für eine Firma ist. Haben wir vor kürzlich erst über die Modekette gesprochen, hat sich auch kein Investor für gefunden. Alle entsprechenden Filialen müssen schließen, über 50 Stück in Deutschland. Das Einzige, wofür es wohl einen Investor gibt, sind die Markenrechte. Die werden aufgekauft. Glückwunsch. Rettet das Unternehmen an sich natürlich nicht. Bedeutet, die hunderten Mitarbeiter, eher so tausende Mitarbeiter, die stehen auf der Straße. Aber wir haben noch einen zweiten Artikel, denn das Thema Insolvenzen ist ja Dauerbrenner. Wirtschaftliche Schieflage im besten Absurdistan aller Zeiten. Naja, da reden wir jede Woche mindestens zweimal drüber. Es gibt aber noch eine Umfrage beim Handelsblatt, die ist ganz spannend in Bezug auf den aktuellen Wahlkampf. Denn momentan stehen ja drei Bundestagswahlen an, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und natürlich versuchen die Hampel-Akteure und auch die CDU, die jetzt kein Hampel-Mitglied ist, aber die ja auch wieder einen Fuß in die Tür bekommen möchte, natürlich versuchen die gerade alles daran zu setzen, um ehemalige Wähler wieder von sich zu überzeugen. Problem ist, funktioniert nicht so gut. Beim Handelsblatt ist nämlich herausgekommen, dass besonders in Ostdeutschland 54% der Befragten nicht mehr so richtig daran glauben, dass diese Demokratie auch wirklich eine ist. Wir wissen ja, dass man politisch gesehen gerne von unserer Demokratie spricht. Und wir haben ja auch schon mitbekommen, dass unsere Demokratie vielleicht nicht unbedingt das ist, was ursprünglich mal im Sinne des Erfinders einer echten Demokratie war. Wer spricht am liebsten von unserer Demokratie? Ja, meistens Politfunktionäre, bei denen man ein Fragezeichen dahinter setzen kann, ob die denn wirklich allzu demokratisch unterwegs sind. Die haben nämlich häufiger Tendenzen, bei denen man sich fragt, also scheint euch ja eher zu nerven, wenn die Bevölkerung dann auch mal was dazu sagen möchte. Und Volksentscheide, Referenten werden von diesen Leuten in der Regel am überzeugtesten abgelehnt. Aber kommen wir zurück zur Umfrage. 54% der Befragten in Ostdeutschland sagen, dass sie sich mehr in einer Demokratiesimulation fühlen. Sie haben nämlich nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was denn ihre Bedürfnisse, was denn ihre Belange sind. So nach dem Motto, ja, nach außen hin stellen sie sich zwar hin und schwurbeln von Demokratie, jetzt auf Politiker bezogen, aber eine wirkliche Mitwirkung hat man als Einwohner dieses Landes, abgesehen davon, also außerhalb, dass man ab und an mal ein Kreuzchen machen darf, überhaupt nicht. Und selbst wenn man dann alle paar Jahre mal ein Kreuzchen macht, was kommt denn da am Ende bei heraus? Wenn man etwas wählt, das unseren Demokraten nicht gefällt, dann ist man ganz, ganz schnell der böse Staatsfeind. Dann wird man diffamiert, diskreditiert, attackiert, das, was man gewählt hat, im Zweifel einfach mal kurzerhand verboten, weil es passt ja unseren Demokraten nicht in den Kram. Selbst wenn man also von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und selbst wenn da ganz offenkundig ein Wählerwille vorhanden ist, beispielsweise 30% AfD, dann erst 21% CDU, wird dennoch versucht, am offenkundigen Wählerwillen vorbei zu agieren. Das fällt den Leuten mittlerweile auf, die sind ja nicht ganz doof. Weiterhin wurde in der Umfrage noch festgestellt, dass 75% der Meinung sind jetzt auf die Bundespolitik bezogen, dass eben jene abgehoben ist. Ja, wie kann denn das jetzt wieder sein? 54% sehen sich extrem bevormundet, 75% halten die Akteure für völlig abgehoben. Könnte das eventuell, nein, da ist jetzt weder Putin dran schuld, noch die böse AfD, noch sonst irgendwas, könnte das eventuell daran liegen, dass genauso agiert wird von Seiten der Hampel? Warum fühlen sich die Leute denn bevormundet? Vielleicht, weil sich ein Pendlerpauschale hinstellt und ihnen vorschreiben möchte, wie sie zu Hause zu heizen haben? Weil sich irgendwelche Bismarck-Heringe hinstellen und erzählen, ihr dürft nicht mehr in Urlaub fliegen? Könnte das vielleicht was damit zu tun haben, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, wenn sie die Zeche zahlen sollen, sich dann auch noch vorschreiben zu lassen, wie sie zu leben haben? Also vielleicht, nur vielleicht, gibt es in diesem Land auch noch Menschen, die ein bisschen selber über ihre eigenen Belange entscheiden wollen, die keine Lust haben, sich von Ricarda und Konsorten erklären zu lassen, wie sie leben dürfen und wie eben nicht? Legt die Umfrage im Handelsblatt zumindest nah. Und Stichwort abgehoben, ja, das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Wenn man Marodierungsmitglieder fragt, ob sie denn überhaupt ein bisschen einen Bezug zur Realität haben und man da dann dem gegenübergestellt Leute vorfindet, die 12.000 Euro für Make-up und Friseur pro Monat rausballern, die mit
mehreren Flugzeugen irgendwo hin düsen, weil könnt ihr unterwegs eins kaputt gehen. Die Sondergenehmigung bekommen, damit sie auf 200 Kilometer mit einem Nachtflug starten dürfen, weil sie keine Lust haben, mit dem Auto zu fahren, weil sie vom Fußballspiel noch mal schnell nach Brüssel müssen. Ja, natürlich sind diese Leute abgehoben. Auf der einen Seite allen anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben, auf der anderen Seite für sich selber aber praktisch an jeder Ecke eine Ausnahme haben wollen, weil man ist und man will ja selber nicht von der eigenen Bevormundung betroffen sein. Ja, da kommt dann eben das eine zum anderen. Und das, liebes Handelsblatt, ist genau der Grund dafür, warum die Bevölkerung die Schnauze voll hat von den sogenannten etablierten Parteien. Ja, nun ist ja schon aufgefallen, dass sich in Ostdeutschland die Parteienlandschaft wohl gravierend ändern wird. Ja, natürlich wird sie das. Das bisher, in Anführungszeichen, Bekannte, Hampel, CDU und so, ist abgemeldet. Warum? Die hatten die Chance, was zum Besseren zu ändern. Sie haben es nicht gemacht. Bedeutet, die Leute, die demnächst in den nächsten Tagen dann zur Wahlurne spazieren werden, die werden eher Hoffnung in neue Sachen setzen, die noch keine Marodierungsbeteiligung irgendwo hatten. Bei denen also noch die Möglichkeit besteht, dass sie tatsächlich was zum Positiven ändern wollen. Bei der CDU wissen sie, die hatten die Chance dutzendfach. Bei der SPD wissen sie genau das Gleiche. Bei den Grünlinken haben sie gesehen, was bei rauskommt, war nicht allzu gut. FDP ist de facto abgemeldet, Linke kannst du auch in der Pfeife rauchen. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. So ziemlich alle etablierten Parteien hätten längst etwas ändern können von dem, was sie permanent im Wahlkampf versprechen, wenn sie es ernst gemeint hätten. Da kam aber bisher nicht viel. Warum soll es also dieses Jahr anders sein? Warum soll es denn beim 30.000. Mal dann plötzlich und unerwartet doch die Bestrebung geben, etwas zum Positiven zu ändern für die Bevölkerung? Wird genauso wie immer sein. Das, was im Wahlkampf versprochen wird, wird anschließend wieder gebrochen, wie man so schön sagt. Ja, Wahlversprechen sind letztlich, kommt dann außer Späßen nichts gewesen bei raus. Warum kommt das BSW aktuell so gut weg? Ja, das hat es eben bisher noch nicht verkackt. Beim Bündnis Sahra Wagenknecht haben viele Leute die Hoffnung, dass da möglicherweise wirklich ein Wandel einsetzt. Ob der gut ist oder nicht, das muss ich herausstellen. Aber da setzt man zumindest noch die Erwartungshaltung rein. Da kann sich was ändern. Bei der AfD genauso. Ja, da läuft ja eine massive politische und mediale Kampagne, weil alle anderen Angst haben, dass die AfD ihnen sonst die Plätze abgräbt. Aber auch da, die hatten bisher noch keine Regierungsbeteiligung. Die haben es also bisher noch nicht verkackt irgendwo. Und auch das reicht für viele, viele Millionen Menschen in diesem Land mittlerweile aus, um ihr Kreuzchen bei der entsprechenden Partei zu machen, weil sie genau wissen, was sie von den anderen zu erwarten haben. Bei Parteien, die noch nicht in Regierungsverantwortung waren, kann man noch nicht sagen, ob es gut wird oder nicht. Aber da besteht zumindest die Möglichkeit, dass es gut werden kann, was bei allen anderen nicht der Fall ist. Ehe man sich nun also darüber echauffiert, dass sich 54% der Bevölkerung bevormundet vorkommen, ja, mag vielleicht rationale Gründe haben. Und dass 75% die Politik für abgehoben erachten. Ehe man sich also nun darüber echauffiert, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller wäre, zu kritisieren, dass solche Zustände überhaupt erst möglich gemacht wurden. Denn es ist nun mal ein Fakt, dass eben jene Politfunktionäre am laufenden Band versuchen, die Menschen zu bevormunden. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Stichwort, was darf man essen, wie darf man heizen, wie darf man reisen, darf man überhaupt reisen und so weiter und so fort. Das sind alles Fragen, die gehen nur eine einzige Person was an, nämlich die dies betrifft. Und nicht irgendwelche Grünlinksfunktionäre oder ähnliche Konsorten, was da alles so kreucht und fleucht. Wenn man also möchte, dass die Bevölkerung in Anführungszeichen, die Richtigen wählt, hoffe nicht an der Stelle, aber das hätten sie ja gerne, dann sollten diese Leute mal ganz genau darüber nachdenken, ob es klug ist, erwachsene Menschen permanent bevormunden zu wollen. Dann kriegt man vielleicht auch wieder einen Aufschwung in entsprechenden Umfragen. Denn läuft ja nicht so gut für Hampel und Co. Aber jetzt lasst euch erstmal nicht ärgern. Ihr seht, Insolvenzen wird es wohl auch zukünftig weiterhin in großem Umfang geben. Geht man bei der Wirtschaftswoche davon aus, dass wir noch sehr, sehr viele Geschäftsaufgaben sehen werden. Es ist eher die Spitze des Eisberges, was bisher angerollt ist. Es wird so schnell nicht wirklich besser. Und beim Thema Zufriedenheit mit der politischen Grundstimmung in diesem Land, da gibt es auch einiges aufzuholen, denn offensichtlich möchte man sich besonders in Ostdeutschland eben nicht jeden Furz vorschreiben lassen, was auch völlig normal ist. Ja, in Westdeutschland scheint man da ein bisschen stärker drauf zu stehen, aber so als normaler, erwachsener Mensch, ja, ich denke, da kann man darauf verzichten, dass einem da
Ricarda oder sonst wer erklären möchte, was man nun zu tun oder zu lassen hat. Da kann jeder für sich selber drüber nachdenken. Aber schlaft erstmal schön, lasst euch nicht ärgern von dem ganzen Wahnsinn, rutscht gut in den Freitag und dann sehen wir uns nachher wieder. Drückt die Daumen, dass ihr endlich fertig sind mit dem Einbau vom Wandler. Ich habe jetzt Bilder bekommen, jetzt haben sie das Getriebe ausgebaut, jetzt sind sie dabei, den Wandler einzubauen. Bilder sind von heute Morgen, also Daumen drücken, dass sie es morgen dann auch wieder eingebaut haben. Es wäre sehr, sehr wünschenswert. Ich hätte nämlich gern mein Auto wieder. Aber jetzt erstmal eine wunderschöne gute Nacht euch allen.